So, über das Spiel. Ich glaube, da müssen wir über zwei verschiedene Halbzeiten reden. Die erste Halbzeit schrecklich, ja, muss man ehrlich sagen. Das war alles nicht so, wie wir das vorgenommen haben. Nicht mal von Positionsspiel, nicht mal von Pressing, nicht mal, also gar nichts. Weil wir waren unterwegs gewesen, wir haben nichts unter Kontrolle gehabt, haben zu viel Zufallprodukte nur reagiert. Und wir haben das ganz anderes vorgestellt. Und dann gehen wir zum Halbzeit rein. Alles schockiert. Ich kann das verstehen, dass die so spielen vielleicht, weil die Situation, wo wir stehen, die Spieler sind nicht ausgebildet für Abstiegskampf, sondern für andere Träume. Und trotzdem muss man mitmachen. Und ich bin ganz ruhig geblieben die Halbzeit, ganz fachlich. Mit Bildern habe ich einige Szenen gezeigt. Wir haben darüber geredet, schon vor dem Spiel. Das und das müssen wir machen, weil wenn wir das nicht machen, dann haben wir Probleme. Und muss man sagen, wahrscheinlich haben sie auch ein bisschen zugehört. Dann jeder hat seine Position gehalten, ja, und dann besser ausgesehen hat. Und muss man auch sagen, mit den Wechselungen, ja, dann manchmal wechselt man Trainer und verwechselt sich. Heute war das nicht die Fall. Auch alle Wechselspieler, Sammy, Luca, Lex, auch Nemanja, die reingekommen sind, das war gut, hat gut ausgesehen. Und das war eine ganz andere zweite Halbzeit. War auch die Stürmer haben die Position gehalten, waren sie breit, da konnte man anspielen, konnte man kontern, dann war der Raum da. Alles so, wie wir das schon vor dem Spiel wollten. Ja? Und wenn wir über die zwei Halbzeit reden, nach der verschenkten ersten Halbzeit durch wahrscheinlich psychische Sache, ja, weil entweder jeder wollte unbedingt etwas Besonderes, aber nichts Einfaches. Fußball ist einfach, nur sehr schwierig, einfach zu spielen. Aber die zweite Halbzeit war gut und wir sind zufrieden mit dem Punkt. Aber zum Schluss, die zweite Halbzeit, wir haben genug Möglichkeit gehabt, haben sogar das Spiel zu drehen. Aber nach so einer erschreckenden ersten Halbzeit, wie sollen wir einfach zufrieden sein? Dann fangen wir an mit der Frage von Paul Gorgas, Bild BZ. Warum hat die Mannschaft sich das nicht umsetzen können, was sie sich vorgenommen hat in der ersten Hälfte? Ich glaube, das war von den drei Stürmern entweder übermotiviert oder wollten sie Besonderes machen. Und egal, was man tut, was sagt, die haben nicht die Position gehalten. Kreuz und quer haben sie gelaufen. Und bei Spielaufbau, bei jedes Mal, die Anspielstation hat gefehlt. Und das war gut für Stuttgart. Genau dieser Raum hat unsere Stürmer bewegt, haben, was wir nicht wollten. Ja, und dann mit also in die Pause haben wir Bilder gezeigt durch Aufnahme, richtig, fachlich nochmal gezeigt. Wenn ihr das nicht macht, dann haben wir Probleme und dann mal besser. Und auch mit den Wechselungen, nochmal mit den frischen Spielern, ich glaube, das hat auch gut ausgesehen. Ein Wechsel war Sami Khedira, da gibt es zwei Fragen zu, eine von Paul Gorgas auch von Bild BZ. Was haben Sie Sami Khedira vor der Einwechslung mit auf den Weg gegeben? So, bei uns gibt es eine Mannschaftsbesprechung und dann jeder Spieler, auch der erste Spieler, kriegt schon von dem Spielplan mit, wenn der reinkommt, was ist die Aufgabe, was soll er machen. Und Sammy sollte auch zentral jetzt reingekommen und dann habe ich auch einiges umgestellt. Und er sollte das auch coachen und er weiß, dass Ruhe, Stabilität und Einsatz. Er ist ein Spieler, das sehr erfahren und auch clever und positioniert sich gut. Sehr viele Bälle hat er gefangen, hat gut nach vorne transportiert oder ruhig Stabilität gegeben zu der Mannschaft. Und ich glaube, das ist die Sache, was ich immer erzählt habe. Und ich habe immer gesagt, ich muss diesen Moment finden, wann er kommt. Ja? Weil diese Patrone kann man irgendwie rausschießen und ich glaube, das war der Moment. Ja? Jetzt die Mannschaft hat ihn richtig gebraucht. Jetzt durch auch den Respekt und alles, wie das funktioniert hat, ist schön. Und jetzt muss er auch dranbleiben, aber auch die Mannschaft. Weiter geht's mit der Frage von Christina Puck. Welchen Wert hatte Sami Khedira für das Spiel heute und generell für uns im Abstiegskampf? Also erstmal, weil wir sind eine Mannschaft, alle hat sehr großen Wert bei uns. Genauso Luca Netz, ja, wenn Sammy hat gut gespielt, alles gut stabilisiert, aber Luca Netz hat Tor gemacht hat. Also praktisch, genau, jeder hat seine Aufgabe, jeder hat seine Stärke und das muss bei uns mitbringen und dann schaffen wir das. Dann schaffen wir das, uns zu befreien und mit die Sache nicht zu beschäftigen, was auch die nächste paar Wochen da ist. Und dafür, er kriegt seine Lob, aber ich glaube, das ist die Normal, was man von ihm erwartet. Und auch von Luca Netz kriegt sein Lob und das ist das auch, was man erwartet, weil er hat auch in Frankfurt, da war, hat er normalerweise sofort getroffen bei der U23 oder U19, aber dort da drüber geschossen hat und heute hat er das geklappt, richtige gute Raum bewegt hat und erstmal, wir sind zufrieden, dass die Jungs
nach der Halbzeitanalyse ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben. Und das ist das Wichtigste. Ja? Weil in diesem Moment, das zu drehen, ja, ich glaube, wenn hätte ich jetzt angefangen zu schimpfen, Tafel kaputt zu treten, dann hätte er 4 Stück gekriegt. Dann muss man trotzdem so behandeln, die Mannschaft, die Jungs, dass die, weil die können sie das. Nur die Situation ist momentan so, da gibt Blockade und das muss man lösen. Dann habe ich noch 2 Fragen bekommen von Steffen Rohr vom Kicker. Die erste, wie viel ist der erste Punkt nach deiner Rückkehr wert? Ja, also ich habe mich vorbereitet für den schlechtesten Fall, wenn mit etwas passiert. Ja, ich habe auch Plan B und C und D. Wenn ich hätte jetzt irgendwie Sammy erstes Spiel in reingeschmissen habe und vielleicht verlieren wir wieder, dann hätte ich alle geschrieben, oh, ist zu alt und so und dies und nein, muss man immer die Momente suchen, die Momente nutzen. Und jetzt, die Punkt ist schön, hätte nicht da gewesen. Das Leben geht weiter. Ja? Wir sind vorbereitet. Für uns ist wichtig, der letzte Spieltag. Wir müssen uns qualifizieren für die erste Bundesliga. Und für mich die erste Besondere ist, wenn wir erstmal eine 3 haben. Ohne steht schön, Punkt ist wichtig. Aber nächste Woche oder danach, ja, müssen wir immer wieder punkten. Mal 3, mal 1 und so viele Punkte sammeln, damit wir alle zufrieden sind. Abschließende Frage dann nochmal von Steffen Rohr vom Kicker zum Spiel nochmal konkret. Wie ist die Anfälligkeit bei hohen und ruhenden Bällen zu erklären und in den Griff zu bekommen? Die Anfälligkeit bei hohen und ruhenden Bällen, ja, die wir haben, ja, dass wir zu viele Gegentore kassieren nach Standards. Also das ist Fakt, auch bei der Flanke, auch bei der Standard, was wir da kassieren, ist nicht in Ordnung. Aber dann ist irgendwann, muss man sagen, das ist auch ein bisschen Qualität, Reaktionsschnelligkeit, Robustheit, opfere ich mein Gesicht, vielleicht kriege ich eine Wund und so weiter. Das sind viele Komponenten. Wenn du manchmal Tore kassierst und verlierst die Spiele oder Punkte, dann sagst du, ja, das ist Pech. Aber bei uns, ich glaube, das ist nicht die Pech, das ist die Qualität. Wir versuchen, das zu kompensieren und trainieren und auch Rat zu geben. Aber zum Schluss, ja, muss man da sein und muss man köpfen. Ja? Und zum Schluss, Hugh Stevens hat immer zu mir gesagt, ich köpfe nicht, er köpfe nicht, ist auch gut. Ja? Weil dann habe ich meinen Gegner. Aber bei uns zum Schluss köpft der Gegner, dann müssen wir das umstellen. Paul, vielen Dank. Vielen Dank auch an die Kollegen auf der Medientribüne. Ja. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende noch. Bleibt gesund und wärmt euch auf. Bis dann. Ciao, ciao. So, wir machen weiter mit dem zweiten Teil der Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen dem VfB und Hertha BSC. Jetzt ist Pellegrino Matarazzo an der Reihe und der beginnt mit einem kurzen Statement zum Spiel. Grüße. Ich denke, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt mit einer guten Kontersicherung. Den Gegner wenig im Spiel kommen lassen. Im Lauf der ersten Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass wir immer stärker geworden sind und ein paar gute Tormöglichkeiten herausgespielt, auch dann verdient in Führung gegangen durch ein Standardtor kurz vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit auch rausgekommen mit gewisser Kontrolle, auch wenn wir keine Torchancen herausgespielt haben, war trotzdem eine ordentliche Viertelstunde und dann gab es einen kleinen Bruch aus meiner Sicht in unserem Spiel, nachdem wir vielleicht 1-2 Ballverluste zu viel hatten, die ja, ein Stück weit unnötig waren, hat ein bisschen aufgebaut und wissen auch von ihren Qualitäten, wenn die Raum haben, was für einen Druck die auch entfachen können. Und unterm Strich glaube ich, dass der 1-1 ja, nicht unbedingt nötig war, aber auch nicht unverdient. Und deshalb nehmen wir den Punkt mit und schauen wir weiter. Danke. Vielen Dank, Rino. Wir kommen zu den eingereichten Fragen. Geht los. Hat es der VfB verpasst, für die Entscheidung zu sorgen? Ja, kann man so sehen, wenn man die Chancen sieht von der ersten Halbzeit, waren schon ein paar Guten dabei. Aber die zweite Halbzeit haben wir zu wenig unser Spiel nach vorne getragen. Haben wir kaum Torchancen herausgespielt. Also in der ersten Halbzeit kann man das so sehen, aber das Spiel dauert länger als eine Halbzeit. Und deshalb, ist okay. Wie ärgerlich ist der späte Gegentreffer und die damit verlorenen 2 Punkte? Ja, es ist immer ärgerlich, wenn man führt 1-0 und später einen Gegentreffer erzielt. Es ist immer ärgerlich. Das ist immer ein Stück weit frustrierend, aber wenn man sieht, dass sie doch einen gewissen Druck erzeugen konnten zum Schluss, dann
muss man es auch ein Stück weit akzeptieren. Das war in einer Phase, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt sind wir nicht mehr so griffig, so aktiv. Im eigenen Ballbesitz, wie gesagt, kaum mehr nach vorne spielen können. Und die haben einen Druck aufbauen können. Ja, das ist, wie gesagt, das ist eine gute Mannschaft mit viel Offensivpower, gegen den wir gespielt haben heute. Und deswegen ist es okay. War das Antäuschen von Erik Tommy beim Freistoß zum 1:0 ein einstudierter Trick? Wenn ja, wie sehr freut es Sie, dass er geklappt hat? Ja, wir studieren immer Standards mit einem Gegner. Wie verhält sich der Gegner bei seitlicher Freistöße? Wie schnell fallen die? Was hat man für Möglichkeiten, um eine Kette früher fallen zu lassen? Das ist auch kein Abseits, dass der Abseits aufgehoben wird. Freue mich, dass wir das Tor geschossen haben auf so eine Art. Freue mich auch für unsere Co-Trainer, der jede Woche einen Gegner auch analysiert und macht sich viel Gedanken über Standardvarianten und dass wir auch so in Führung gegangen sind. Nächste Frage, war das heute ein Dämpfer zu Beginn des Dreierpacks Hertha Köln-Schalke? Welcher Dreierpack? Also ich habe nie einen Dreierpack definiert. Heute war der Fokus Hertha, BSC und ob es ein Dämpfer war, sicherlich gehen wir jeden Spiel an, um es auch zu gewinnen. Und wir haben auch über eine längere Phase eine ordentliche Leistung von uns gesehen. Dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, ist halt so. Aber wir haben trotzdem eine Härte auf Abstand gehalten, was auch nicht unwichtig ist. Dann gibt es eine Frage zum Sascha Kalajdzic. Er hat wieder getroffen. Was schätzen Sie am meisten an ihm, neben seiner sportlichen Qualität? Sascha ist eine gute Junge. Der ehrliche Junge sagt seine Meinung, macht sich auch viele Gedanken und äußert den auch. Also wenn man ins Gespräch mit ihm kommt, dann gibt es keine 5 Minuten Gespräch mit Sascha, sondern immer seine 15- oder 20-minütigen Gespräch. Nee, also ein guter Junge, ein guter Herz. Wamangituka wirkte heute müde und uninspiriert. Woran lag das? Ja, wirkte tatsächlich ein bisschen müde. Weiß ich noch nicht, war ordentlich im Training, deshalb habe ich noch nicht mit ihm gesprochen am Spiel. War halt so, es muss nicht so sein, dass er jeden Spiel auf 110% Leistungspotenzial geht. War halt kein Top-Spiel von ihm, aber war auch kein grottenschlechter. Dann, wie haben Sie die Leistung von Erik Tommy gesehen? Erik hat es ordentlich gemacht, taktisch diszipliniert, hat im Pressing gut agiert, hat den Sechser geschlossen und auch rechtzeitig auch die Torsicherung in Flügelposition besetzen können. Also defensiv ordentlich, offensiv die Position auch gut besetzt. Hätte mir vielleicht die ein oder andere tiefe Laufweg mehr gewünscht und vielleicht ein bisschen schneller spielen in die eine oder andere Situation, um das Spiel zu verlagern. Wo ein bisschen zu lange Ball geblieben ist, aber das ist unterm Strich für den ersten Spiel von Anfang an war alles in Ordnung. So, und die letzte Frage, haben Sie eine Erklärung, warum der VfB den Sieg gegen eigentlich harmlose Herthaner aus der Hand gegeben hat? Hertha wirkte vielleicht harmlos in erster Halbzeit, weil wir eine sehr gute Kontersicherung hatten, eine gute Struktur hinter dem Ball, gute Entscheidungen getroffen haben. Hertha ist, wenn die Raum haben, keine harmlose Mannschaft. Hat man heute gesehen, was für Speed und Qualität am Ball die haben, wenn die Raum haben, um zu agieren. Und die Erklärung ist, dass die Raum hatten, sich zu entfachen. Wir haben einen anderen Ballverlust gehabt, die unnötig war. Auch unser Offensivspiel nicht mehr gepflegt, dass die Hertha mehr Power hatte, um ihr Spiel zu pflegen. Das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Aber ich würde die niemals als harmlose Mannschaft oder harmloser Hertha beschreiben.